Präsidentin, meine Damen und Herren, nach der stillen Erotik des Steuerrechts kommen wir jetzt zur stillen Erotik der nationalen Normenkontrolle. Auch schön, ein Thema um Mitternacht, der nationale Normenkontrollrat. Ich muss gestehen, dieses Gremium hatten wir nicht so richtig auf den Schirm in letzter Zeit. Und angesichts dieses Gesetzentwurfs haben wir uns mal ein bisschen in diese Historie und in die Aufgaben des nationalen Kontrollrats vertieft. Und ist ja ganz einfach herauszufinden, 2006 gegründet, 10 Ehrenamtler kommen wohl irgendwie alle 14 Tage zusammen, flankiert von 15 Mitarbeitern, die im Bundeskanzleramt noch angesiedelt sind. Wir haben versucht herauszufinden, wo die da genau sind. Irgendwie versteckt arbeiten die offenbar im Bundeskanzleramt. Die Aufgabe des Nationalen Normenkontrollrats war die Qualitätssteigerung der Rechtsetzung und der Abbau der Bürokratie. Also man hat 2006 sozusagen eine Bürokratie installiert und die wursteln da seit 2006 vor sich hin. Ich habe also nichts gefunden, was da schon jemals an Bürokratieabbau oder an Qualitätssteigerung der Rechtsetzung passiert sein soll. Im Gegenteil, wenn ich mir mal anschaue, was in den letzten Monaten vor der Bundestagswahl hier passierte mit absurden Omnibusgesetzen. Wir hatten dermaßen viele Korrekturbitten, gerade im Rechtsausschuss mit Rechtschreibfehlern, falschen Verweisen und derartigen. Also da hat entweder das Justizministerium versagt oder der Normenkontrollrat oder alle. Also eine Geschichte, die hinten und vorne nicht so richtig funktioniert. Gleichwohl sind wir ja von der AfD positiv eingestellt. Wir haben ja wirklich auch für den größten Unsinn Verständnis und haben uns überlegt, nein, die Geschichte hier hat durchaus gute Ansätze, die man wirklich umsetzen kann. Dass der Einfluss des Justizministeriums steigt, ist aber per se ganz in Ordnung. Das Bundesjustizministerium hat 300, 400 hochqualifizierte Juristen. In den letzten 6, 7, 8 Monaten haben die so gut wie nichts gemacht. Also zumindest, wenn man sich die Tagesordnung des Rechtsausschusses anschaut, also da sind durchaus noch Kapazitäten vorhanden. Vielleicht kann man tatsächlich Stellen einsparen, indem man sagt, wir verlagern nicht die 15 Stellen vom Bundeskanzleramt ins Justizministerium, sondern wir streichen die einfach und stellen eigene Ressourcen zur Verfügung. Das hätte dann natürlich auch zur Folge, dass vielleicht dieser Protzbau des neuen Bundeskanzleramtes etwas kleiner werden kann, weil der Normenkontrollrat dann nicht mehr so viel Platz wegnimmt. Also das sind ganz gute Ansätze. Das sind ganz gute Ansätze, die da sind. Deshalb haben wir uns vorgenommen, wir werden hier nichts ablehnen. Wir werden uns kraftvoll enthalten bei dieser Thematik und in den nächsten 2, 3 Jahren mal genau anschauen, was der Normenkontrollrat so konkret treibt und ob er tatsächlich seinen Aufgaben, die Bürokratie abzubauen oder die Qualität der Rechtsetzung noch besser zu machen, nachkommt. Also wir sind gespannt und ja, denke ich mal, stehen erst dann auf, wenn es um die enthaltenen Stimmen geht. Vielen Dank.